Na, wenn das mal nicht der Klassiker ist hier an der alten Festung auf Brasse. Raus hier mit den Brassen, zack. Und es geht mal wieder los. Nach langer Zeit mal wieder hier auf Brasse testen. Ein bisschen gucken, wo was geht. Und ja, es hieß, hier unten in dem Bereich soll die Brasse laufen. Nähere Infos dazu hatte ich nicht, aber wie soll es auch anders sein? Brasse versteckt sich ja immer in den Löchern. Wenn du nähere Infos dazu brauchst, wie man Brasse fängt, wo man Brasse überall fängt, mit welchen Ködern, wie das Setup aufgebaut ist, ich verlinke nochmal das ultimative Tutorial 2023 zum Brassenangeln. Da sind dann sämtliche Spots auch aufgelistet, beziehungsweise auch alle Köderarten. Jetzt bin ich gerade hier am unteren Ende von der alten Festung und es fängt schon ganz gut an. 20 Uhr leider erst hier eingeloggt, gerade gesehen, es geht in Richtung Abendstunden und losgelegt. Normalerweise würde ich schon ein bisschen eher anfangen und zwar so grob Richtung 18 Uhr. 18, 19 Uhr rum, schon mal hingehen zum Spot, ordentlich anfüttern und dann Attacke, Vollgas, gucken, dass es dann in der Nacht richtig losgeht. Der Fisch ist von vorhin, der zählt natürlich nicht, aber eben gerade eben jetzt hier, ja, seit 7 Minuten hier an dem Spot und die ersten schönen Brassen gehen auch schon rein. Ja, lohnt sich also immer mal wieder auch auf Brasse zu testen, gerade wenn man nachts unterwegs ist oder nachts eben an der alten Festung ist und gerade nicht weiß, was man machen soll, deutlich effizienter als zum Beispiel auf dem Aal zu gehen. Aal ist halt immer schönes Wunschdenken, dass man da mal den schönen dicken fetten Aal reinkriegt, der ultimativ viel XP bringt und dann auch noch fett Silber bringt. Das ist natürlich immer ein Träumchen, aber mal so ein bisschen gezielt auf Brasse, da hasse wat. Da bisse wat und da weiß er auch, was kommt. Cash und XP. Und vor allem, man hat eben auch skillmäßig, man stellt sich schon mal Brassenfutter her oder die Köder her und hat so die ersten Basics. Auch dazu verlinke ich nochmal ein Video. Die ersten wichtigen Skills, die man lernt oder bis wohin man lernt, wenn man hier mit den Fiederruten unterwegs ist. Ich bin auch gerade hier am Fiedern. Natürlich mit den großen Fiederruten schon mittlerweile. Aber ich bin hier auch noch relativ fein unterwegs und zwar nur mit 5,5 Kilo. Also das gesamte Setup ist hier gerade nur auf 5,5 Kilo ausgelegt. Super fein und leicht. Deutlich darunter würde ich glaube ich auch nicht gehen. 5,5, 6 ist schon gut. Deutlich darüber, also ich sag mal so bis 9 würde ich sagen, 9 Kilo maximal ist aber auch echt dann die Grenze. So, den nochmal raus, da war ich zu früh. So, dann haben wir nochmal alle Routen draußen. Ja, ich bin gespannt, was hier noch geht und ob das jetzt so, wie ich das jetzt mache, funktioniert. Wie gesagt, die Infos, die ich hatte, waren hier unten in diesem Bereich. Wie weit habe ich jetzt nicht nachgeschaut, beziehungsweise habe ich keine Infos zu. Ich habe jetzt hier einfach mal auf 15 Meter geklippt. Das heißt, wir sind ungefähr, ja, hier so in dem mittigen Bereich. Man sieht, das geht schön steil runter von der Schnur. Wir sind auf jeden Fall hier in diesem dunklen Bereich. Das wird schon passen. Also 15 Meter weit raus. Alle drei Routen natürlich gleich ausgelegt. Alle drei auf 15 Meter geklippt. Und den gleichen Spot angeworfen. Und alle drei Routen natürlich ordentlich mit Futtermische versehen, denn Brassen sind Fressmonster. Die hauen sich richtig was weg und ich lasse auch die Futtermische hier konstant drauf, denn ja, die fressen das schon weg und nebenbei snacken sie eben dann auch noch hier unseren Köder mit. Und der Köder ist super simpel auch, also ganz einfacher Köder, Perlgraupenbrei, kann man ganz schnell am Anfang schon herstellen, den verwenden wir. Wenn wir hier unterwegs sind mit normaler Monoschnur und das ist man, wenn man zum Beispiel mit dem Feederset Start unterwegs ist. Wenn wir hier mit der Monoschnur unterwegs sind, wir gucken uns das Feederset Start mal eben an. So sieht das Ganze hier aus, Feederset Start. Dann haben wir hier eine 4,8er Monoschnur.
dann macht es aber auch Sinn, hier nochmal einen Vorfach drauf zu machen. Also Fluorocarbon-Vorfach, natürlich hier nicht mit dem 14er Haken, sondern mit dem 1er Haken. Also große Brocken, großer Haken und dann gib ihm. 4er Haken kann man auch noch machen, wenn man sagt, okay, ich nehme alles mit, ich will auch eine hohe Frequenz haben. Hauptsache, es ballern mir hier schön die Fische rein, dann ruhig ein bisschen kleiner gehen vom Haken. Da können auch immer mal wieder die größeren Fische bei sein. Ich will mich jetzt hier konzentrieren auf nur die etwas größeren Fische und dadurch schließe ich jetzt ein wenig die kleineren aus. Natürlich können die auch mit dabei sein, ne? So wie der jetzt hier, ja, gerade so maßig, 900 Gramm. Aber ich hätte ja schon gerne die mit der anderen Färbung. Das wäre schon ganz nice, dann hat man hier wenigstens ein paar vernünftige Brassen, die auch ganz gut Kohle bringen. Idealerweise hat man natürlich auch die, die dann im Bereich sind von 2 oder 3 Kilo oder natürlich Trophy-Gewicht. Das ist natürlich immer gut. Wichtig, wie gesagt, diese Färbung. Dann ist das kohlemäßig nochmal ein schöner Unterschied. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, man kann einen, so, da vorne nochmal wieder hin, man kann einen Köder oder eine Rute auch nochmal extra groß bestücken. Ich kann das ja gleich nochmal eben machen und das testen wir doch mal. Es sind ja jetzt hier schon einige Kandidaten reingegangen. Wenn das gut geht und es sind wirklich regelmäßig gute Brassen dabei, können wir auch mal testen, ob nicht auch mal besonders große auf einen 1-0er Haken draufgehen. 1-0er ist jetzt wirklich nochmal deutlich größer als der 1er. Das heißt, es kann sein, dass da drauf auf einmal gar nichts mehr geht. Wenn ihr feststellt, wenn da nichts drauf geht, dann wieder zurück auf den 1er und dann lieber die hier im 1-Kilo-Bereich fangen, als gar nichts auf der dritten Route zu fangen. Also das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Aber wenn man einen Spot hat, der gut läuft, ist es halt immer wieder möglich, dass dann gerade auf diesem Setup mit dem besonders großen Haken, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass dann da auch richtig was läuft. Irgendwie liegt der schräg. Ich werfe noch mal ein bisschen gerade hin, wo auch der Futterspot ist. Und zwar da ungefähr. So. Ja, dann passt das auch von der Schnur. Ja, so und so ähnlich kann das jetzt natürlich schön weitergehen hier. Also ihr seht, es rasselt gut rein. Bisher in den 15 Minuten bin ich schon ganz zufrieden. Wenn man natürlich jetzt sowas wie Kaffeeaufträge hat, da sind häufig eben die drin hier mit 1-2 Kilo. Also dass man das schnell abgeben kann. Zack, weiter geht es. Also so soll das sein. Und im Idealfall zieht man dann eben auch noch durch bis in die Morgenstunden. Ich sag mal so bis 9 Uhr, 10 Uhr morgens. Und dann gib ihm. Ja. So lübt das. So darf das gerne gehen. Wir haben es ja jetzt schon gleich 4 Uhr. Also jetzt erwarte ich eigentlich nochmal, dass da ein bisschen mehr reingeht. Ja, wie gesagt, normalerweise ab 18 Uhr ruhig schon anfangen. Ein bisschen eher anfangen, dass man da schon die Chance hat, die ersten Kandidaten abzuziehen. Die ersten großen Brocken. Aber wirklich in den Abendstunden oder dann, wenn es auch richtig dunkel wird, dann ist einfach die Hauptzeit für die Brasse. Zack, und dann geht er nochmal runter. Jawohl, das hat sich doch wieder gelohnt hier. Auf der ganz großen Rute, beziehungsweise jetzt auf den ganz großen Haken. Das längere Warten, das deutlich längere Warten auf den deutlich größeren Fisch. Jawohl, Bremse nochmal ein bisschen hochgestellt. Ans Limit jetzt schon damit. Aber das ist eben auch schön, da kommt dann eben auch die deutlich größere Brasse nochmal rein. 2,9 Kilo, fast 3 Kilo schwer, aber deutlich weniger Frequenz. Die anderen Routen waren jetzt in der Zwischenzeit bestimmt schon 3- oder 4-mal dran. Also sagen wir mal 4:1 auf dieser Route. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und in Summe, naja, das ist wie gesagt dann die Route. Wenn man Glück hat, geht dann da auch mal so eine Trophy rein. Oder man zieht eben hier in Masse die Brasse mit 1 Kilo. So, zurück in der Base. Wir schauen noch mal eben kurz rein. Gibt es Kaffeeaufträge? Ja, tatsächlich. 3 mal 1 Kilo. Knappe 40 Silber, eben nach Gewicht sortieren. 1, 2, 3. Also, die 40 Silber nehmen wir mit.
Die anderen Kandidaten haben wir nicht. Da könnten wir jetzt natürlich auf den Tag drauf gehen. Barsch zum Beispiel ist natürlich leicht gemacht. Giebel und Rotaugen oder sowas, das kriegt man natürlich auch easy hin. Also da einfach auch mal mit dem Mistwurm unterwegs sein. An den verschiedensten Stellen einfach mal einen Mistwurm reinhalten. Sechserhaken, Viererhaken und gib ihm. Und wir gucken nochmal in den Rest. Was hatten wir denn jetzt? 36? 38. 38 Silber plus den Rest. Da sind wir bei 100. Also in 20 Minuten 140 Silber kann man, glaube ich, machen. Gar nicht so schlecht. Also durchaus ein ganz guter Schnitt jetzt hier. Wenn man natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit hat, also ein bisschen länger dran bleibt, geht natürlich auch noch ein bisschen mehr rein. Aber ich bin auch schon so ganz zufrieden. Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos brauchst zu auch anderen Spots, wenn du sagst, Mensch, ich bin an der Festung, es gibt keinen Spot an der Festung, wo eine Brasse läuft. Gibt es nicht. Spot suchen, Tutorial-Video angucken, war am Anfang schon verlinkt, ich verlinke es auch nochmal unter dem Video. Reingehen an die Brasse, Cash rausziehen, Skillpunkte machen, XP machen, Silber machen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.